So, da sind es nur noch zwei Aufgaben. Jetzt müssen wir fangen eine Waffe mit der Angel. Dazu gehe ich definitiv in Gruppenkeile rein, weil da können wir wenigstens in aller Ruhe looten. So, gehen wir erstmal da rein. So, kurz in eigener Sache. Ihr seht ja, uns fehlt immer noch 6 Abonnenten. Was die Aufgaben an sich vom Suchen her betrifft, sehe ich schon, die meisten spielen einfach zurzeit. Weil es sucht kaum einer wirklich nach Aufgaben. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber ich lade sie natürlich trotzdem für euch hoch. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist. Ich dir aber schon öfters jetzt helfen konnte. Gern ein Abo da lassen, würde mich freuen. Und die anderen natürlich auch, weil unten alle 10 Abonnenten kommt halt eine Zahl vom Passive Code dazu. Wenn du mehr darüber wissen willst, einfach in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch genau erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. So, die Angel. Also gehen wir jetzt eine Angel suchen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen kann in Fortnite. Am besten halt natürlich direkt aus dem Flugzeug. Wir fahren immer noch mit einem Bus. Direkt aus dem Bus rausspringen und direkt anfangen zu suchen. Haben wir hier wenigstens Wasser? Eigentlich ja doch. So, direkt runter. Und wie die Angelspots aussehen, werde ich euch natürlich auch zeigen. Aber erstmal grundlegend, wir müssen eine Angel finden. Ich kann euch aber auch noch nicht sagen, wie oft die überhaupt im Spiel vorkommt, weil ich eigentlich jetzt nur Aufgaben, 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 Aufgaben. Yeah, als erster gelandet. Ist natürlich auch die Frage, es könnte natürlich auch sein, dass die Angel öfters zu finden ist. Ah, da hat sich die Frage schon erübrigt. Ich wollte nämlich erst sagen, dass die Angel wahrscheinlich öfters zu finden ist am Wasser, aber eben ist nicht so, weil hier haben wir nämlich noch kein Wasser. So, erstmal ein bisschen was zum Bauen mitnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rüber. Gerade gucken, ob kann man hier überhaupt angeln? Hier in dem verseuchten Gebiet. Ah, doch, hier. So, ihr seht ja hier das Wasser. Wie das so am Blubbern ist. Seht ihr das? Und genau da müsst ihr mit der Angel rein. Ja, so schon mal nicht. Ah, man kann zielen. So, mit R2 seht ihr einmal rauswerfen und mit R2 wieder zurückholen. Ich hoffe, da. Toll. Ein Fisch. Nein. So, jetzt suchen wir direkt den nächsten Spot. Ach, der ist hier direkt vor uns. Zielen rein. Weil ich glaube, im normalen Wasser kann man nichts angeln in dem Sinne. Aha, da haben wir doch unsere Waffe. Wie ihr gesehen habt, einfach die Angel und so ein Ding, also so ein Blubber, wieder hinten. Da seht ihr, da blubbert's, da hinten blubbert's. Warte, wir holen mal gerade die Angel nochmal. Interessiert mich nämlich wirklich, was da alles so im Wasser ist. Hier ist die Angel. Wie weit kann man das Ding eigentlich werfen? Oh, relativ weit. Okay. Komme ich da hinten auch noch hin? Ne, so weit kommt man also nicht. Also einmal hatten wir jetzt einen goldenen. Ne, war es ein goldener Fisch? Na, ich weiß nicht. Und eine Pistole und einmal die Salvenwaffe. So, mal gucken, was wir hier haben. Scharfschützengewehr. Ah, die spawnen anscheinend auch wieder neu. Also, ne, das war nix. Gucken, ob es auch am Rand funktioniert. Boah, schlürfisch.
Ah, okay. So, dann gucken wir, was wir noch so kriegen. So, haben wir jetzt noch was? Ich würde mich mal gerne wissen, was es alles so gibt. Also bis jetzt hatten wir ja Waffen. Ah, hier ist auch nur eine Waffe. Gucken, was hier noch drin ist. Also Waffen und diese Schlürfnisfische. Die geben schon mal 50. Ah, die geben 50 Konditionen. Warte, die Angel wieder mitnehmen. So könnte man ja rein theoretisch ewig in der Zone bleiben. Hallo? Oder geht's jetzt nicht mehr, weil wir in der Zone sind? So. Nächste Schlürfisch. So, jetzt brauchen wir eigentlich wieder. Ach, direkt vor uns wieder gespawnt. Also die spawnen anscheinend neu. Ah, wieder ein Scharfschützengewehr. Das wäre ja schon fast eine Möglichkeit, nur mit Angeln eine Runde zu gewinnen, weil man sich dauernd hochheilen kann. Man muss eigentlich nur genug Fische finden. War da jetzt was drin oder nicht? Ich habe mal nichts gesehen. Auch eine Pump. Aber ich würde sagen, das reicht doch erstmal. Wie gesagt, sucht euch so schnell wie möglich eine Angel, direkt rausspringen aus dem Bus, dann ans Wasser gehen, da wo diese Blubberblasen hochkommen, Angel reinschmeißen. Wenn was angebissen hat, kommt so eine große Welle, dann die Angel zurückholen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit den anderen Aufgaben und haut rein.